Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron ist am Sonntag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen. Die Maschine mit Macron und seiner Ehefrau Brigitte landete am Nachmittag am Hauptstadtflughafen BER in Berlin. Es ist der erste offizielle Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 24 Jahren. Am Amtssitz des Bundespräsidenten Schloss Bellevue wurde Macron mit militärischen Ehren empfangen. Am Dienstag soll im Gästehaus der Bundesregierung Schloss Meseberg ein deutsch-französischer Ministerrat mit zahlreichen Vertretern beider Regierungen stattfinden. Dabei sollen Verteidigungs- und Sicherheitsfragen, Rüstungskooperationen und die Wettbewerbsfähigkeit der EU im Mittelpunkt stehen. Neben Berlin wird Macron auch in Dresden und Münster erwartet.